Mehr als 100 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht. Wir geben einen Überblick über die Situation weltweit und schauen auf die größten Krisenherde in Europa, Asien, Afrika und Amerika. Aktuell sind deutlich über die Hälfte der Flüchtenden Binnenvertriebene. Von den mehr als 33,5 Millionen, die ihr Land verlassen haben, sucht der größte Teil in direkten Nachbarstaaten Schutz. Oft sind Krieg und Gewalt die Ursache, aber auch Verfolgung aus ethnischen, religiösen oder geschlechtsspezifischen Gründen zwingt viele zur Flucht. Ebenso Armut und Hunger, die durch Naturkatastrophen und die Folgen des Klimawandels noch verschlimmert werden. Ukraine. Mehr als 8 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht innerhalb des Landes. Darunter viele Familien mit kleinen Kindern, älteren oder chronisch kranken Personen. Aus den stark umkämpften Gebieten, besonders im Osten, versuchen sie, sich Richtung Westen in Sicherheit zu bringen. Den Flüchtenden fehlt es vor allem an Bargeld, Medizin und Hygieneartikeln. Weitere 6,5 Millionen, hauptsächlich Frauen und Kinder, suchen Schutz im Ausland. Viele wollen jedoch so bald wie möglich wieder in ihre Heimat. Schätzungsweise sind über 1,5 Millionen bereits zurückgekehrt. Syrien. Seit Kriegsbeginn 2011 musste über die Hälfte der Bevölkerung ihr Zuhause verlassen. Rund 6,9 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Die anderen 6,85 Millionen sind ins Ausland geflohen. Von ihnen ist fast die Hälfte minderjährig. Die meisten Flüchtlinge kamen in die Türkei. Mehr als 1 Million erreichte die EU. Myanmar. Anfang 2021 kam es zum Militärputsch. Seitdem ist die Situation vor allem für die muslimische Minderheit der Rohingya noch gefährlicher. Sie werden schon seit Jahrzehnten brutal verfolgt. Über 1 Million Rohingya sind inzwischen aus dem mehrheitlich buddhistischen Land geflohen. Die meisten nach Bangladesch. Dort leben sie unter menschenunwürdigen Bedingungen in der größten Flüchtlingsunterkunft der Welt. Afghanistan. Seit der Machtübernahme durch die Taliban im vergangenen Jahr hat sich die Lage wieder stark verschlechtert. Die Bevölkerung leidet unter Terror, Dürren und Hunger. Rund 3,4 Millionen Binnenvertriebene leben in Afghanistan. Weitere 2,7 Millionen haben ihr Heimatland verlassen. Die meisten von ihnen befinden sich in Pakistan und dem Iran. Deutschland steht an dritter Stelle der Aufnahmeländer. Südsudan. Auch wenn der 2013 ausgebrochene Bürgerkrieg offiziell beendet ist, kommt es immer wieder zu massiver Gewalt. Fast ein Drittel der Bevölkerung ist durch den Konflikt entwurzelt. Viele sind in Nachbarländer geflohen, vor allem nach Uganda, in den Sudan und Äthiopien. Auch in anderen afrikanischen Staaten sind Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, aufgrund von Armut, Hunger und Naturkatastrophen. Etwa jeder fünfte Flüchtling weltweit lebt südlich der Sahara. Venezuela. Seit dem Amtsantritt von Präsident Maduro ist die Wirtschaft um 2/3 geschrumpft. Das Geld hat durch Hyperinflation stark an Wert verloren. Selbst Grundnahrungsmittel sind für viele unbezahlbar. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen. Daher haben mittlerweile viele Venezolanerinnen ihr Land verlassen. Ihre Hauptziele: Kolumbien, Brasilien, Peru und Chile. Weltweit steigt die Zahl der Vertriebenen seit 10 Jahren. Und das wird sie wohl auch weiter, denn die meisten Fluchtursachen sind ungelöst und es kommen weitere hinzu.